Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie war das? Den Stein kann man kaputt machen, was bringt mir das? Ah, damit ich da durchschießen kann von... Ah, ja. Naja, schon... Oder? Von da... Ja, es muss irgendeinen Grund haben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich hin muss. Nee, das war, glaube ich, nicht richtig. So, hier können wir rein, wenn wir die dritte Dimension wieder gefunden haben. So, ich wechsle einfach mal. Ich komme nicht durch, blöd. Ja, wir wechseln einfach mal ins 3D und gucken dann mal, ob wir da weiterkommen. Zeitreisende! Ihr seid 12-mal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt. Oh mein fucking Gott. This is epic. It's so fantastic. Man kriegt auch für jeden Scheiß ein Achievement hier. So. Jetzt können wir hier durch. Was? Was? WTF? Das ist mir neu. Was? Dieser Kristall ist inaktiv, aber das Amulett sollte ihn aktivieren können. Amulett? Hab kein Amulett. Hab kein Amulett. Was? Hä? Mache. Welches Amulett? Da Fug? Okay, das verwirrt mich jetzt. Das ist mir neu. Kann ich so eigentlich auch? Ja. Hä? Egal. Da komme ich nicht durch. Hä? Ich bin gerade verwirrt, Leute. Amulett? Okay, wir machen erstmal hier... Ach so, ja, okay, ich verstehe. Wir müssen uns erst das Amulett hier drin holen. Dann müssen wir sowieso wieder raus. Und dann können wir wahrscheinlich das Rätsel weitermachen. Ich hoffe einfach mal, dass alle Fackeln, die ich jetzt angemacht habe, auch anbleiben. Das wäre sonst irgendwie mega voll kacke und so. So, kämpfen wir mal wieder eine Runde. Gegen Skelets. Skelets. Scheiße, Arschloch. Ich hasse die. Ich hasse alles hier. Drecks. Gegner. Oh. Okay. Na. Okay, nochmal noch einer. Komm. Ja klar. Komm schon. Pau. Geh doch. Und... I am Amuletthälfte. Eins von zwei Amuletthälften. Yippee. Oh, guck mal da. Guckt mal da, was ich gefunden habe. Okay, mit dem Amulett können wir jetzt auch den Kristall aktivieren. Okay. So, 14, ne? Noch einen, dann haben wir die Hälfte. Ja, so ist das. So ist das. Hoffentlich sind die Fackeln noch alle an. Wäre voll blöd, wenn es nicht so wäre. Aber es sieht mal danach aus. So, jetzt aber. Jetzt können wir hier weitermachen. Schön. Schön. Na klar. Drecksding. So, das Feuer... hat irgendwas gebracht. Irgendwo hat es irgendwo was gebracht. Das ist immer gut. So, hier kommen wir noch nicht lang. Da oben. Ja. Okay, alles klar. Wir müssen wieder raus hier. Also nicht raus, sondern wieder dahinter. Warum hat es den Kristall nicht aktiviert? Doof. Doof. Du musst das doch aktivieren. Los. Dankeschön. Aber der Unterschied zwischen der alten und neuen Mucke ist irgendwie auch sau interessant.
Gut, jetzt können wir das Fackelrätsel weitermachen. So. Ah, komm schon. Dankeschön. Nja, nja, nja. Nja, nja, nja. So, und darunter. Jetzt müssten wir eigentlich sogar schon drankommen. Ich glaube, jetzt ist dieser kleine... Nein. Oh Gott, auf den Knopf gekommen, sorry. Jetzt müssten wir eigentlich drankommen an die Kiste, weil jetzt ist dieser kleine Baumstamm verbrannt. Ja, doch. Jetzt wechsle ich hier zu 3D, geh da rüber. Na ja, ich hab voll den Plan. Ich hab voll den Plan im Sack. Die da, du, du, du. Ach, ist das Spiel schön. Ich mag das Spiel so sehr. Weiß ja gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe. So, jetzt lasst mal ganz kurz überlegen. Ich denke mal, da komme ich jetzt durch. Ja. Oh Gott, die Bäume, guckt sie euch an, wie sie aussehen, alles so verdorrt. Oh Gott, das ist so traurig. Gut, da komm mal rüber, da ist die Truhe. Boah, ohne Scheiß, diesen ewig langen Weg und dieses Rätsel mit den Fackeln, alles nur für eine Karte. Aber die Karte ist auch übertriebenst unfickbar, weil das ist mega eine gute Karte. Jetzt hätte ich halt gerne noch diese teure Karte im Shop. Und dann könnte man nochmal das Spiel spielen. Und dann würden wir garantiert auch ein bisschen weiterkommen. Seht euch um. So viel tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogail eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Ja, also darunter können wir nicht, glaube ich, oder? Doch. Oh, das ist ein Schnellausgang. Okay. Cool, warum nicht? So, was sagt denn mein Geldbestand? Ich glaube, wir haben jetzt nicht viel mehr wieder vor. 2000, ja. Ich hätte so gern die teure Karte, Mann. Aber ich will euch nicht quälen mit ewig langen Kämpfen. Das ist doch mega langweilig. So. Und pow. Wie lange? Es wird einfach zu lang dauern, ne? Ah, ich will aber. Mann. Ja, wir machen jetzt bis... Wir machen bis... Keine Ahnung. Bis 3... Bis 4000 machen wir jetzt mal. Komm. Ich mache jetzt nicht alles am Stück, sondern wir machen es jetzt so etappenweise. Wir machen es mal bis 4000. Dann gehen wir ins Dorf und machen wieder ein bisschen Quests und so und... Dann gehen wir wieder raus und machen wieder so 1000, 2000. Ja, das machen wir einfach. Heil uns mal. So, schön. Alles auch gut, dass sie mittlerweile mehr heilt. Also, höher wir im Level kommen, desto mehr Angriff haben wir und mehr Magie, Stärke. Ist ja logisch, ne? Also, versteht sich von selbst. Ich find's nur unfair, dass die Gegner immer den Erstschlag haben. Das ist voll fies. Ja, und ich auch noch Vorbeischlag, wenn ich dran bin. Das ist genauso fies. Aber zum Glück treffen die auch nichts, von daher ist es dann doch wieder okay. Puff. Oh, hast du nicht getroffen. Oh, hab ich dich nicht besiegt. Schlag zu! Yeah! So. Komm, noch zwei Kämpfe, dann gehen wir ins Dorf. Zwei gehen noch. Es nervt mich, dass ich die manchmal nicht mit einem Schlag tot kriege. Das ist blöd. Ja, die haben nämlich 30 HP-Punkte oder TP-Punkte, wie es hier so schön heißt. Und ich mache da 29 Schaden und denke ich mir nur so, ach, fick dich, ne? Heilen! Heile, heile Gänschen, ich bald wieder gut. Lalli, lalli. Okay.
So, noch einer. Oder zwei Kämpfe. Mal gucken. So irgendwas in die Richtung. Okay, noch zwei Kämpfe. Ein Gegner bringt halt nicht so viel Geld. Oh Mann, ein Gegner bringt nicht so viel Geld, habe ich gerade gesagt. Noch einer, sorry. Na komm. Kafu. Ja, manchmal 37, ja, und dann manchmal nur 27, Mann, voll blöd. Das hat viel gerissen gerade. So, wir sind sogar Stufe 10. Optimal, wir sind Stufe 10, haben die 4000. Alles klar, weiter geht's. So, erstmal saven. Saven ist immer wichtig. Und wo wollten wir eigentlich hin? Zu ihrem Onkel? Wo wollten wir denn hin? Ich glaube schon, dass wir da zu ihm wollten. Bin mir gerade auch nicht so sicher. Gut, dass ihr eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt, brecht zu den Ruinen von Sarudnag auf, um die anderen zu suchen. Sagt mir bitte mal, schreibt mal in die Kommentare, was Sarudnag ist. Was für eine Anspielung das ist. Die Ruinen finden sich im Nordosten von Aogai. Und Aogai muss ja auch irgendeine Anspielung sein. Schreibt mir das bitte einfach mal alle in die Kommentare, wenn ihr das wisst, weil ich weiß nicht alles. Ich bin so unwissend. Bestimmt wäre das Spiel noch viel witziger, wenn ich alles wüsste. Naja, egal. So. Es geht jetzt hinten raus. Und hinten sind stärkere Gegner, muss man ja schon mal sagen. Deswegen hoffe ich, ich verkack's da hinten nicht. Aber es kann sein, dass wir da hinten sogar mehr Geld kriegen bei den Gegnern. Das wäre cool. Das wäre sau cool. Mal schauen. Oh, ne, bei dir, du bist der gleiche Gegner, Mann. Pow! Wir sind Level 10, wir sind mega stark und so. Oh ja, sind wir wirklich irgendwie. So, da oben geht's lang. Ich bin so jemand, ich guck mich gern auf der Map und so um, damit ich weiß, wo alles ist. Ich brauche so einen Überblick. Also, das dürft ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich nicht gleich den erstbesten Weg, der da ist, einschlage. Ich guck mich da gern mal um und weiß dann halt gern, wo was ist und so. Ist so eine Angewohnheit von mir bei Rollenspielen. Aber wir ziehen so viel ab, das ist saugeil. Aber das Heilen dürfen wir dennoch nicht vergessen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber 400 Gil, das ist schon mal ordentlich was. So, da oben ist nix. Pow! Magie und X-Kristall. Und X-Kristall. Sollte dich erledigen. Japau. Hey, wir haben Schildkrötensuppe. Ihr habt 10 Atuin getötet. Ja. Turtlesuppe. Yippie. So, da hinten ist auch eine. Ah, da müssen wir, glaube ich, hin. Moment, was war denn da oben? Ich muss gucken, was da oben war. Sorry, Leute. Oh, stirb doch, Mensch. Wenigstens du. Kafum. Aber mittlerweile regeneriert sie 24. Das ist schon mal sehr gut. Das ist saugut. Du bist supi, KE-Dingen. Wie heißt du nochmal, KE-Ris, genau. Typirin. Genau. Typirin, so war dein Name. So, da ist da unten was? Da unten scheint aber nichts zu sein. Oh, 25? Ist das euer Ernst? Moment. Sie macht 41 und er macht 25. Ja, ist klar. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Nein, Magie, X-Kristall und los! Pah, du bist tot.